Ja, und somit ein recht herzliches Willkommen wieder zu Ghost Recon Wildlands. Ein schneller, kurzer Part, Freunde. Heute rein in den Hubschrauber und da unten die Mission mit dem Auto stehlen machen. Ich hoffe, es geht sich aus. Der Hupi sollte irgendwo da unten stehen. Keine Ahnung, warum die Leute schon wieder... Wir haben Feindaktivität. Warum die Feinde unten wieder da sind, die haben wir doch schon einmal erledigt. Ja, vielleicht sind sie zurückgekommen, ich weiß es nicht. Aber wir brauchen unbedingt den Hubschrauber. Gut, müssen wir es nicht zwingend vielleicht von... Moment einmal, wir müssen ja nicht unbedingt... Haben wir hier bei so einer Station einen Hubschrauber? Das sehen wir wieder gar nichts, das ist ja wieder geil. Haben wir hier einen Hubschrauber, dann beamen wir uns schnell dahin. Das geht nämlich, würde schneller gehen, aber ich sehe da nichts. Nö. Ich sehe keinen Hubschrauber. Hier drüben ist ein Narko. Da, bei dem Heli. Naja, ich will eigentlich nur einsteigen und wegfliegen. So. Der ist auch weg. Sonst ist keiner mit meinem Hubschrauber, oder? Wo ist denn dieser andere Typ? Der ist aber da drüben. So, ich will ja nur den Hubschrauber haben. Und geht's denn hier halbwegs sicher runter? Was können wir das hier? Klitschen runter, bin auf das Ding, jawohl. Ich sehe eine Waffenkiste. Was? Das ist eine Waffenkiste. Wo? Alter Schwede, die nehmen wir auf jeden Fall mit. Wo? Vielleicht oben. Die Waffenkiste. Wo ist die Waffenkiste? Hier. Na, die müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Nett. Komm ins Auto. Schauen wir uns gleich an. Haben wir sonst noch was Wichtiges hier? Nicht wirklich. Ha, er geht bei unserem Kumpel direkt. Das ist. Ja, wahrscheinlich geht es nicht anders. Aber es ist schon ein bisschen blöd, dass der direkt quasi durch ihn durchläuft und unsere Kumpels gar nicht sieht. Macht aber natürlich auch die Sache für uns leicht, dass wir, wenn wir dann mit echten Leuten spielen, also im Coop, weil die sind nicht durchsichtig. Naja, gut. Ich bin der Pilot. Warte, die sehen dich. Ich sitze, los geht's. Feuer frei. Macht nichts mehr. So, ab zur Mission, Freunde. Das sind Gott sei Dank endlich die... Leutnant versucht zu fliehen. Wisst schon wer? Ah, der Leutnant. Kriegen wir von dem wieder Infos? Ah, scheiße, der Leutnant. Wir fliegen zur Mission. Da haben wir jetzt ein bisschen was zu tun. Ich habe nur beschränkte Zeit gerade jetzt für den Bart. Schauen wir mal. Ich versuch's mal. Gut, das ist jetzt mal aufnehmen eh von Vorteil. Wenn es nicht geht, dann ja, dann. Ja, das Blöde ist, man hat keinen. Speicherstand, das ist sehr doof. Das ist sehr doof. Aber gut. So. Ich würde fast vorschlagen, wir laden irgendwo ein bisschen da oberhalb. Nahegelegener Einsatz, ja, wissen wir. Schauen wir mal Gelände, bevor uns wir entdeckt, einmal von oben ein bisschen an. Da ist ein Kran. Da ist die Garage. Ich glaube, das Auto müssen wir eigentlich nur das Auto stehlen. Dann könnte man ja fast von da unter uns da vielleicht versuchen, darüber zu kommen. Da patrouillieren auch Autos. Achso, das ist dieser Ding, oder? Ist das nicht dieser? Ah, der fährt genau hier durch. Warte mal, vielleicht können wir da drüben irgendwo eine Mine legen. Fliegen wir mal da kurz darüber, das wäre ja auch ganz witzig.
wenn der da fahren würde. So, keine Ahnung, wie ich die Mine lege. Ah, ich will, bis der kommt. Warte mal, Einstellungen. Schauen wir mal den Controller an. Wo kann ich denn die Mine legen? Ducken, Second, Befehlsrad. Objekt benutzen. Drohne, Fernglas, Objekt wählen. Das könnte sein. Moment mal. Ja, Schalldämpfer, wissen wir, danke. Ah, hier, Moment. Mine. Wie kann ich das jetzt ablegen? Shit, da kommt er schon. Alle mal stehen bleiben. Es sind Gegner in der Nähe. So, schauen wir mal, ob das funktioniert. Wow, geil! Nice! Er fährt weiter! Er fährt weiter! Eröffne Feuer. Er fährt einfach weiter. Ja, das gibt's ja nicht. Heute mal, Einführung. Kommen wir transportieren große Mengen Nachschub. Mal schauen, dass wir das richtig machen. Rammen Sie ein Feindfahrzeug oder töten Sie den Fahrer? Ah, den hätten wir können mit Sniper vielleicht ausschalten. Ah, töten Sie den Fahrer, um es zum Stehen. Ja, klar. Markieren Sie den Nachschub. Wenn wir zerstören, kriegen wir nicht so viel. Wir müssen ihn... Aha. Ja, okay, gut. Die Luft ist rein, wir können den Truck jetzt plündern. Das heißt, die Luft ist rein. Los geht's. Wir hätten zwei Minen gebraucht, oder wie? Auf dein Zeichen, Boss. Greif an. Schild, die Stadt hat beschlossen zu kämpfen. Ja, Ultratpatrouille alarmiert, ja klar. Oh shit, der steht da. Da kann man den nicht. Boah. Aussteigen! Deckung! Such Deckung! Alter, ja, ich hab schon Deckung. Scheiße, die Unität kommen, oder was? Kann ich die trotzdem markieren? Ah, nicht wechseln. Nachschub markieren, komm! Go! Flugwagen gesichert. Kataris Leute sind unterwegs, um das Zeug zu holen. 1200 nur? Ernsthaft? Ich glaube, ich krieg da 5000. Achso, weil der Brand hat, oder was? Ah, shit. Das müssen wir doch irgendwie besser planen. Unitan Soldaten sind eine gefährliche Feindfraktion, die den Angriff, sobald sie sie sieht. Ja, gut, die anderen greifen mich auch an. Töten Sie Unitan Soldaten, stecken die Unitan Patrouille unentdeckt bleibt. Was? Töten Sie Unitatsoldaten? Steigt die Unitat-Patrouillenstufe, wenn sie nicht unentdeckt bleibt. Ah, okay. Je höher die Patrouillenstufe, desto mehr Unitatsoldaten. Ja. Das ist, ja, wenn man dann stirbt. Ja, gut, das kann nicht viel passieren, aber. Gib ihm den Finger und er nimmt die ganze Hand. Ah, shit, weil er explodiert ist, deswegen haben wir jetzt nichts bekommen. Naja, klar. Komm schnell weg hier. Bevor die Unitats kommen. Moment, ich fahre. Ja, ich steig jetzt gleich ein, oder? Ah, shit, wir sind hier mit in dem Radius drinnen gerade. Und denen noch. So, in die Richtung müssen wir darüber, glaube ich, aber... Ah, okay, wir sind draußen aus dem Ding, oder? Ja, der Weg ist hier ein bisschen doof. Aber wir haben das zumindest eingenommen. So, darüber müssen wir wieder. Das ist ein Traktor, der ist aber eindeutig zu langsam, glaube ich. Alter Schwede, ey. Ah, Moment, was haben wir hier? Der da ist dran voll mit Zeug, das die Rebellen brauchen. Also los. Ja, und so
stoßt man hier eins von einem ins andere. Eigentlich wollte man drüben eine Mission machen. Nachschubüberfälle. So, weißt du was? Also wenn wir denn schon, wenn wir schon direkt da sind, dann schauen wir mal kurz, ob wir den vielleicht holen können. Ich habe hier ein Ziel mit Maschinenpistole. Ach geil, da steht ein Truck. Im Prinzip sehe ich da, irgendeiner ist da der Pilot, oder? Ja, da schaut man fast so aus, der Typ, der hat so einen komischen Helm. Nein, doch nicht. So, da ist noch, da wäre noch irgendwas mit einer Info. Ah, da steht auch einer, okay. Das ist, glaube ich, der einzige. Was ist das? Geh in Position. Genau, hol er den einmal. Ziel markiert. Jetzt geht er rein, Ziel verloren, oder? Also ich will aber jetzt noch schnell alle markieren. Das wird er, das müsste er schnell gehen. Da ist ein Sicario, dicht beim Lagereingang. Okay, der ist da hinten, Moment. Suche eine bessere Schusslinie. Bereit, auf deinen Befehl. Der geht da hinten. Hab's den da auch, den Typen? Oder wo ist denn der jetzt? Der ist wieder draußen. Okay, hier in der näheren Umgebung haben wir eigentlich alle. Ziele angreifen. Nein, jetzt hat sich ja wer gesehen, oder was? Ihr Leutnant verpisst sich. Nein! Du blödes Sau, jetzt steckt er in den Hubschrauber ein. Das gibt's ja nicht. Fuck! Genau das wollte ich vermeiden. Das darf nicht wahr sein. Jetzt habe ich den übersehen. Alter, wie schlecht war denn das jetzt? Granate, weg! Was, Granate? Fuck! Ja, zumindest ist der Dokument, haben wir wenigstens. Ja, okay. Ah, ja, so soll man es nicht machen. Das muss ich mir im Video jetzt noch einmal anschauen, was ich da jetzt genau verbockt habe. Ja, da hinten ist genau noch einer gestanden wahrscheinlich. Das war jetzt nicht ganz so geplant auch. Die Rebellen müssen wohl eine Weile ohne auskommen. So, Waffenmod, komm. Ja. Genau das ist es nämlich, dass man... Dass man den Typen eben, den Piloten, auf den muss man so aufpassen, Freunde. Jetzt habt ihr es gesehen. Den habe ich jetzt in der Hektik dann übersehen, leider. Da muss man entweder direkt hinlaufen zum... Ich habe hier ein Ziel mit Maschinenpistole. Zum Ding gleich. Alles sauber hier. Aber ist auch gefährlich. Zum Hubschrauber. Aber egal, das versuchen wir dann noch einmal. Das, ja. Die zwei, ich glaube, die zwei stehen einzeln, aber irgendwie... Sie können uns später danken. Irgendwie haben sie es dann doch gesehen, anscheinend. Naja, schade. Jo, gut, dann ist es ein bisschen so ein Nebenbad. Wir haben aber jetzt keinen Hubschrauber mehr, das ist das Problem. Rebellenablenkung, Mörser und so, das ist nämlich auch alles eigentlich ganz geil. Was können wir noch? Eine Kleinigkeit können wir noch machen. Nächstes Mal gehen wir dann direkt, oder ich starte dann direkt, oh, zwei Miniguns, okay. Ah, da sieht man die Info vom Lager, oder wie? Zweimal Minigun, ja gut, die können wir dann ausschalten. Fahrzeugabwurf, dass wir immer wieder ein Fahrzeug bekommen, das wäre eigentlich auch ganz nice. Komm, da fahren wir jetzt noch schnell hin. Da hinten ist unser Auto, das brennt aber. Ich fahre mal mit dem Truck hier. Den kleinen Nebending machen wir noch. Wie heißt es bei den Gringos? Geh schon, ich komme nach. Einer kann mitfahren. Ihr spawnt dann eh nach.
Vielleicht fallen wir so nicht auf, oder? So, der ist natürlich jetzt nicht so geländegängig, macht aber nichts. Schau das Radio mal aus, falls wieder zu laut ist das Radio. So, das versuchen wir jetzt noch schnell da oben. So, wir könnten uns aber da nehmen ein anderes Auto. Gut, der ist aber jetzt eh nicht so langsam, der LKW. Eine Leuchtfackel. Sprengen Sie einen der Stadionseingänge, was? Ja. Da vorne den Weg, okay. Hä? Nee, hinter mir? Ah, da ist der Weg, okay. Wir haben hier eine Lieferung Heu für euch. Oh, eigentlich schon zu knapp für die Straße hier. Aber geht. Den Fahrzeugabwurf freischalten, wenn wir mal irgendwo in der Pampa sind und kein Fahrzeug haben. Weiß ich, ob es das mit Flugzeugen oder Helis dann auch gibt, aber ich glaube fast schon. Hui! Ah, da oben gibt es aber direkt einen Heli, das ist geil, da können wir dann wegfliegen, obwohl wir müssen den Bad beenden, ja, das ist blöd dann. Warte mal kurz. Eigentlich müssen wir links abbiegen. Dann sowieso raussteigen. Okay, der ist doch nicht so schnell. So, steigen wir mal aus. Wir müssen da was sprengen. Irgendwo ist da was. Sind da mal ein, zwei, glaube ich. Hier ist eine Gruppe Sicarios. Ja, wo? Wie war denn das? Ich kann mir das nicht erinnern. Oder sitzen die drinnen? Müssen wir das aufsprengen? Die sitzen drin, glaube ich, oder? Irgendwie so. Komm, das müssen wir jetzt schnell machen. Da könnte ich ja fast ein lautes MG nehmen. Sollen wir da rein oder sollen wir... Ja komm, wir müssen Gas geben. Okay, wie spreng ich das jetzt? Moment mal, wie war das noch einmal? Steuerkreuz, Haftmine, Splittergranate, Mine. Haftmine, oder? Und jetzt? Okay. Muss ich drauf schießen oder wie? Oder wie zünde ich die? Kann ich die bezünden? Die Tangos haben den Knall gehört, die wollen Ärger. Okay, es ist aber nicht aufgegangen. Hm. Ach so, da muss ich mal da oben die Ding holen, oder was? Oh shit, jetzt haben wir uns verraten. Spreche ich das? Bin ich blöd oder darf ich das noch nicht? Die kommen hier lang. Was sollen wir tun? Wieso hat das nicht funktioniert? Sprengen. Er zeigt mir aber nichts an. Bin ich zu blöd für Sprengen?
Die sind jetzt auch aktiviert, die Vitrinen, die Jungs. Aber... Ich glaube, irgendwas fehlt noch. Eine Mine. Splittergranate. Das will ich auch nicht, das kann ja auch nicht gehen. Granate fliegt, nehmt das. Was, mit der ist aufgegangen, mit der Haftmine nicht? Wieso nicht? Kapiere ich nicht. Achso, hier könnte ich jetzt den Jungs vielleicht sagen, sie sollten mir direkt folgen oder so, hä? Alles okay, alles okay. Runter, sonst wirst du entdeckt. Die sind alarmiert. So, wir hacken mal. Tun wir jetzt was oder nutzen wir die Aussicht? Na los! Nach der Abschaltung dieser Station können die Rebellen aktiver werden. Was soll der Scheiß? Genau beim Laptop! Na klar kommen die alle rauf, ich bin ein Depp. Wieso mache ich das nicht? Oh, wieso mache ich das nicht, wenn ich alle ausgeschalten habe? Ja, das merke ich mir auf fürs nächste Mal, Freunde. Rebellenunterstützung, ja, zeig hier mal. Mit dem Dingrad oder ja, Mörserangriff oder so. Das ist auch geil. Das holen wir uns auch alles. So, die Autounterstützung haben wir mal. Genau, was hat das so lange gedauert? So, wie kann ich euch jetzt sagen? Scheiße, die wollen hier lang. Moment, aber ich check das nicht mit der Ding hier. Abbrechen. Wow. Immer dann, wenn ich im Menü oder wo bin, kommt der daher. Ich glaube, das waren alle. Feuer. Bei mir sammeln. In Bewegung. Achso, das waren schon alle. Okay. Gut, ist ja eigentlich nicht so schwer. Warum das mit der Haftmine nicht funktioniert hat, weiß ich zwar nicht, aber die mit der Handgranate geht's anscheinend. Ja gut, dann haben wir alles eigentlich. Rausgehen können wir nicht hier, lustig. So, jetzt muss ich leider eh schon wieder weg. Ich würde gerne noch weiterspielen. Aber ihr könnt euch ja den Part mal entspannt auch anschauen. Meine Fehler auch analysieren, wenn ihr wollt. Aber ich habe schon verstanden. Vorher alle ausschalten, dann hier den Computer hacken. Handgranate geht auf jeden Fall. Und die Haftmine witzigerweise nicht. Verstehe ich zwar nicht, aber okay. Was aber noch vorher klärend? Den Fahrer ausschalten beim Konvoi vielleicht mit dem Sniper. Das wäre natürlich eigentlich auch ganz sinnvoll. Und jetzt schauen wir noch einmal, ob wir hier einfach ein Fahrzeug... Moment mal, wo kennt man das? Hat Pakatari um ein Fahrzeug gebeten. Danke, gefällig, Compadre. Genau, und wo ist der? Ah, da unten auf der Straße. Was bringt man da für ein Fahrzeug? Falls einmal nichts... Ah, der leuchtet grün, okay. Das ist jetzt auch neu, perfekt. Der hat uns da ein Fahrzeug... Ah, das ist das hier, okay. Nice. Stellt uns irgendwo in der Nähe bei der Straße dann hin. Alles klar, perfekt, Freunde. Dann sage ich danke fürs Zuschauen. Ja, jetzt, ich weiß aber, warum ich den einen oder anderen Fehler hier gemacht habe auch. Weil ich es ein bisschen eilig habe, weil ich weg muss und nicht die ganze Zeit gehabt habe. Vielleicht ist es sogar im Livestream noch besser, wenn ich dann entspannt wirklich dann ganz viel Zeit habe. Ja, ein bisschen hektisch gewesen. Hier Fehleranalyse, als erst alle ausschalten drinnen in dem Gebäude, wenn wir, gut, so viele haben wir jetzt nicht mehr, weil einmal müssen wir noch, weiß ich, diesen Mörser, muss man auch so eine Station einnehmen, oder was kriegen wir da noch? Beziehungsweise, ja, mit dem Sniper auf jeden Fall den Fahrer versuchen vom Konvoi auszuschalten, dann bekommen wir vielleicht auch die volle Punkteanzahl von dem Konvoi. Und, ja, noch so das eine oder andere. Aber wir kommen schon rein, Ich habe auf jeden Fall den Fehler verstanden. Was machst du da?
Gut, Freunde. Danke fürs Zuschauen. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Jo, vielleicht gibt's auch demnächst mal einen Livestream, weil ich so viel Bock habe, dann auch ein bisschen länger gleich zu streamen vielleicht. Andererseits ist es natürlich blöd, wenn wir jetzt wirklich ein Let's Play haben und dann einen Livestream dazu machen. Ja. Mal schauen. Könnt ihr mir unten reinschreiben, ob es das wollt oder so oder nicht. Hin und wieder mal einen Livestream, würde ich mal sagen. Oder wenn es gerade passt, vielleicht knallen wir mal einen Livestream rein. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao! Oh, jetzt fängst du den Ring auch noch an.